beim E-Banking der Luzerner Kantonalbank eine bereits bestehende Zahlungsvorlage verwenden und anpassen und abschicken. Ich bin hier bereits eingeloggt. Ich habe hier irgendwie das Falsche. Ich will ja nun zu meinen Vorlagen gehen. Klicken Sie hier hinten auf den Pfeil. Hier sind alle Zahlungsvorlagen. Ich klicke hier drauf. Ich habe bereits eine Vorlage erstellt hier. Dr. Thaler Markus, Zahnarzt. Und ich möchte nun diese Zahlung tatsächlich auslösen. Wenn ich hier draufklicke, dann kommt diese Vorlage. Natürlich stimmt der Betrag nicht mehr. Das muss ich korrigieren. Und vermutlich hier bei der Referenznummer die hintersten Ziffern. Der ganze Rest stimmt eigentlich. Und wenn ich das dann korrigiert habe, kann ich hier nur noch auf Ausführen klicken und der Auftrag wird ausgeführt. Ja, hier werde ich nochmals gefragt, ob das alles stimmt. Ich rolle nach unten und übertrage nun diesen Auftrag. Hier heißt es übermitteln. Ich könnte noch diesen Auftrag drucken oder wieder zu den Zahlungsvorlagen gehen und die nächste Vorlage verwenden für die nächste Zahlung. Das war's.